Was geht ab? Hier ist wieder euer Netro Gamer Lian am Start und heute soll es mal über die Leaks und die Infos über Season 8 gehen und den Battle Pass über Season 8. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann lasst ihr gerne ein Like da. Und ganz wichtig, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr hier keine weiteren Videos über Season 8 und generell über Season 8 die ganzen Herausforderungen so verpasst. Und ja, dann würde ich sagen, fange ich doch direkt mit dem Video an. Let's go! Also Freunde, vielleicht fange ich damit einfach mal an, wann Season 8 überhaupt anfangen soll. Also es soll am 28. Februar, das ist der Donnerstag, da soll die Season 8 anfangen. Das hat den Grund, alle Seasons außer Season 4 haben an einem Donnerstag gestartet, also sind an einem Donnerstag gestartet. Season 4 war an einem Dienstag, aber 5, 6, 7, 3 und so war alles immer an einem Donnerstag. Deswegen vermutet man, dass auch diese Season am Donnerstag starten wird. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Infos zum Battle Pass. Erstmal, der Battle Pass wird ja kostenlos sein. Wegen den ganzen Valentinstags-Herausforderungen, da muss man 13 Stück abschließen. Dann hat man den Season 8 Battle Pass kostenlos. Wer das noch nicht gemacht hat, da würde ich mich ein bisschen beeilen. Das ist noch ein, zwei Tage drin. Also Freunde, 13 Herausforderungen. Also wegen den Valentinstags-Herausforderungen, da war ja Epic Games 2 Wochen an der Pause gemacht und deswegen als Entschädigung gibt es halt dann den Battle Pass Season 8 kostenlos. In dem Battle Pass werden auch wieder freischaltbare Skins sein, beziehungsweise Styles. Wie in Season 7 jetzt die ersten Skins, die waren auch alle freischaltbar. Die weiteren Stufen, da wusste man nicht, was da kam. Also das wird auf jeden Fall auch ganz schön interessant werden. Im gesamten Battle Pass Season 8 wird es 3 neue Gleiter geben plus den Siegergleiter wieder. Also wenn man den ersten epischen Sieg holt, kriegt man ja immer einen Gleiter. Und genau so wird es in Season 8 auch wieder sein. Dann wird es unter anderem auch 7 neue Skins geben, die wir bisher noch nicht wissen. 5 neue Emotes, 2 Spitzhacken und 3 bis 4 Rucksäcke und natürlich die 1500 V-Bucks gratis, so wie immer. Also da wird auf jeden Fall einiges dabei sein, was bestimmt richtig cool aussehen wird. Vermutlich wird es auch neue Haustiere, Musik und Lackierungen geben. Das war ja jetzt in Season 7 so das Hauptthema, die Waffen, Tarnungen und so, die Musik. Die Haustiere waren ja schon in Season 6, also das wird es vermutlich in Season 8 auch geben. Was wir in Season 8 neu erhalten werden, also es war ja so, es gab jetzt jede Season irgendwas Neues, also bis auf Season 1, da war ja noch nicht so viel, Season 2 kam halt nur Tilted Towers und so dazu, aber bei Season 3, da waren es halt die Rucksäcke, die neu ins Spiel kamen. Bei Season 4 waren es die Sprays, die man so an die Wand sprayen konnte. In Season 5 waren es die Spielzeuge, also die Volleybälle und Golfbälle und so, wo man dann geile Trickshots mitmachen konnte. In Season 6 waren es die Haustiere, wie ich gerade schon sagte, also der Hund, der Drache war jetzt auch in Season 7. Und natürlich auch die Musik war auch in Season 6 beziehungsweise auch Season 7 und dann halt auch in Season 7 die Waffentarnungen. In Season 8 wird es vielleicht so sein, das ist jetzt meine Vermutung, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es eigene richtig geile Waffentarnungen gibt, die man sich selber erstellen kann. Also man kann dann in so einen extra Modus oder so vielleicht gehen oder auch in der Lobby, keine Ahnung, oder im Spind. Im Spind kann man es auch, dass man so eigene Waffentarnungen selber erstellen kann, die dann auf die Autos und die Waffen
und die Flugzeuge überall drauf machen kann, beziehungsweise die Flugzeuge nicht, die wird es ja in Season 8 nicht mehr geben. Falls ihr das noch nicht wusstet, die Flugzeuge werden in Season 8 entfernt. Es wird auch wieder so sein, dass die 10 Wochen Herausforderungen wieder geben wird. Und es wird auch wieder einen Gratis-Skin geben, wenn man, ich glaube, 7 oder 9 Wochen absolviert. Und in Season 7 war es ja der Schneefall-Skin, in Season 8 bin ich mal gespannt, was das für ein geiler Skin werden wird. Übrigens die ganzen Lösungen zu allen wöchentlichen Herausforderungen und allen kostenlosen Battle Pass Sternen und so findet ihr auf meinem Kanal. Also checkt ab, dass ihr die Glocke aktiviert habt, damit ihr auch keine Videos verpasst. Wenn ihr irgendwelche Lösungen zu irgendwelchen Aufgaben oder so braucht, findet ihr alles auf diesem Kanal hier. Und dann, ja, jetzt zum Ende noch der Übergang von Season 7 auf Season 8. Was wird dort passieren? Also, es wird ja, wie schon eigentlich zu 100% vorausgesagt, ein Event mit dem Erdbeben bzw. mit Wailing Woods geben. Man merkt ja schon, Wailing Woods, man jetzt so die Bäume ein bisschen so, die werden kahl und der Boden wird so ein bisschen braun und so matschig, und also da wird irgendwas auch passieren. Da soll auf jeden Fall auch ein Live-Event stattfinden, noch in Season 7, also jetzt in den letzten Tagen. Die Erdbeben werden jetzt auch von Stunde zu Stunde immer stärker, sind jetzt mittlerweile bei Stufe 3 angekommen von 4 oder 5 mittlerweile schon, ich habe keine Ahnung, aber die werden auf jeden Fall richtig heftig noch die nächsten Tage. Dann soll Tilted Towers auch zerstört werden. Wir haben ja im Shop eine Spitzhacke erhalten, wo drauf steht, dass Tilted Towers gelöscht werden soll. Da bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt, ob das eintreffen wird oder nicht. Ob das jetzt nur so ein kleiner Spaß oder so war, keine Ahnung. Da steht auf jeden Fall, dass Tilted Towers gelöscht bzw. zerstört werden soll. Dann gab es jetzt auch schon den ersten Teaser und das Thema wurde bekannt gegeben, und zwar das Thema der Season 8 mit Piraten und Feuer sein. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der Level 100 Skin des Battle Passes vielleicht Neptun werden könnte, weil mit Piraten und so vielleicht wird doch irgendwas mit Wasser kommen, dass der ganze Schnee schmelzen wird und so Überflutungen. Wisst ihr, Freunde, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, da wenn der Schnee schmilzt, dass dann vielleicht irgendwas unter Wasser steht oder so, und dann könnte ich mir Neptun als Level 100 Skin, natürlich auch freischaltbare Stile, ganz gut vorstellen. Und im Shop waren ja jetzt auch schon Taucher-Skins, die darauf hingewiesen haben, dass das Thema der Season 8 irgendwas mit Wasser sein wird. Also da wird auf jeden Fall einiges auf uns zukommen in Season 8. Es wird einige neue Sachen geben, einiges, was wir bisher noch nicht gesehen haben in den ganzen Season. Und ich bin auf jeden Fall gehypt auf Season 8. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es auch seid. Ich freue mich megamäßig. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Lasst sehr gerne ein Like und ein kostenloses Abo da. Aktiviert ebenfalls die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!